Ja, Leute, heute ist es soweit. Und zwar zwei große Freunde treffen aufeinander. Auf der einen Seite haben wir Yuji Muto, auf der anderen Seite haben wir Joey Wheeler. Zwei Charaktere, die sehr lange schon in Yu-Gi-Oh! Existieren. Selbstverständlich, daher haben sie eine Menge Karten und vor allen Dingen auch eine Menge gute Karten. Und das Duell wird sicherlich spannend. Wie immer, ich spiele das Ganze mit CK Phoenix zusammen und es ist ein Best of Three. Bedeutet, am Ende wird ihr noch nicht wissen, wer das Match gewonnen hat, sondern ihr müsst eben rübergehen zu CK Phoenix. Also geht da rüber und ich würde sagen, jetzt rein ins Deck. Diesmal nehmen wir nicht Exodia mit Yuji Muto, sondern wir nehmen einfach die besten Karten, die dieser Charakter zur Verfügung hat, und das sind eine Menge. Wir werden erstmal sehr dicke Monster zu verteidigen. Also wir können allgemein sehr gute Monster setzen. Riesensteinsoldat, mystische Elfe, Wache, auch Schildkröte, durchaus solide, rachsüchtiger Magier, Marshmallow, wir haben Sangan, super gute Karten. Aber wir haben auch offensive Karten, ne? Wir haben zum Beispiel Beta, wir haben natürlich Herbeirufener Totenkopf und natürlich dunkler Magier, müssen wir natürlich spielen. Dann haben wir natürlich hier noch den schweigsamen Schwertkämpfer. Passt sehr gut, weil man eben damit auch ihn rausholen kann. Dann haben wir Hexe von Schwarzem Wald. Super gut zu floaten. Ausgebildeter Kälischer Wächter. Kann in gewissen Situationen gut sein. Oh, ist eine historische Karte. Also von daher rein da. Erfahrener dunkler Magier. 1-9. Beatstick. Das wollen wir sehen. Dann gutes Tributmonster. Gutes Tributmonster. Gutes Tributmonster. Kann sehr gut kommen, wenn wir keine Hand haben. Und natürlich unser Bossmonster Gandora. Womit wir eben durchaus das Duell gewinnen können. Dann Powerkarten. Rein da. Schwerter. Gehirnkontrolle. Elegante Wohltäterin, Überläufer, Topf, Spalt, Wiedergeburt, super krasse Karten. Dann Zuflucht der Unterwelt, hat uns Kaiba gegeben und spielen wir natürlich, weil wir eben gute Tribut 1 Monster haben. Dann haben wir Seelennehmer, kann was rausnehmen, auch sehr stark. Dann haben wir Goldsarkophag, langsames Format, gute Karte. Powerspell, 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 Powertrap, Powertrap. Gerade magische Zylinder, ne? Damit Game holen ist immer sehr gut. Schwerelosigkeit, einfach um zu blocken, auch gerade eben um unseren schweigsamen Schwertkampf zu protecten. Dann haben wir Kreis der Magier, womit wir eben dunkles Magiermädchen holen können, was unglaublich gut ist. Dann haben wir sieben Werkzeug des Banditen, kann mal aufkommen. Horn des Himmels, tipptopp, ey. Monster, wenn ein stärkeres Monster beschworen wird, wir haben ein schwächeres, einfach opfern. Klar, es ist ein minus 1 erstmal, weil wir müssen zwei Karten opfern, eine Karte rausnehmen, aber das kann das Duell entscheiden. Und dann zu guter Letzt, Stronghold 2000 Defense ist wieder eine gute Wand und das ist auch das Deck. Und deswegen würde ich sagen, ihr habt das Deck jetzt gesehen und wir gehen jetzt rein ins Duell. Für die Freundschaft. Let's go. Oh yeah. Okay. Und ich sag so, ich habe eine sehr Yugi-Hand. Was auch immer das heißt. Da bin ich aber sehr gespannt. Meine Hand sieht auch sehr nach Joey aus. Ich weiß aber nicht, ob das was Gutes oder Schlechtes ist. Ich glaube, das müssen die Würfel entscheiden. Tatsache. Oder die Münzen. Ich rufe Alligatorschwert. Ah, das ist, also for real? Das erinnert mich jetzt am Anime wirklich ein bisschen gerade, was jetzt hier passiert. Ich spiele zwei Karten verdeckt. Das muss aber nicht. Das machen die voll oft, ne? Ich finde das so krass im Anime. Die sind so, ich fange an, beschwören Monster jetzt irgendwas und dann so, drei Karten verdeckt. Aber die bleiben dann auch so for real, so 10 Züge verdeckt. Ja, obwohl es schon so 1000 andere Gelegenheiten gegeben hätte, die zu aktivieren. Ich aktiviere, beschwöre Meta. Okay. Ja, der Stärke, das reicht mir schon. Oh, das sind Kackwürfel, ey. Angriff! Ich aktiviere meinen Engelswürfel. Komm schon, ich werde doch wohl eine 3 oder höher würfeln. Eins. Ich werde eine 3 oder eine Safe. Eins. Yes! Was soll ich das sagen? Ach, lächerlich. Und da ist noch ein Würfel, das ist aber interessant. Mephis 2. Ja, dann müssen wir jetzt hier so machen. Größe. Okay. Ja, dann. Ey, der kam echt gut, muss ich sagen. Der kam echt gut gerade. Der kam wirklich gut. Also war ein bisschen gegambelt, aber der kam sehr gut. Ja, aber es war nicht so viel gegambelt. Es war ja 3 oder höher, also ich meine. So. Aber das lasse ich keinen Zufall hier zu, mein Lieber. Deswegen Stronghold. Ja. So ein Ding nämlich. Da machst du gar nichts. Da machst du nichts, sehe ich genauso. Ach, Pass sogar. Ziehst du keine Monster? Du machst. Du bist immer so zurückhaltend. Gefällt mir gar nicht. Machen wir mal. Ja, keine Ahnung. Gefühlt jedes Mal, wenn ich nicht zurückhaltend spiele, dann hast du halt so irgendwie Spiegelkraft oder so oder Markstadtzylinder und dann passt das halt. Ja, du hast 8000 Lebensmodelle. Kannst du ein bisschen was riskieren, mein Lieber? Nee. Ich würde sagen, da du. Ja. Nee. Oder? Oder? Ja, ich hab mehrere Optionen, ich weiß nicht. Der Dunkelmarke hat einfach gerade zugenickt. Also deiner. Deiner so, ja, machst du.
Gucken wir mal auf entspannt, was da liegt. Das ist eh Marshmallow. Genau. Nee, es sind 500 Schaden, finde ich. Ah, okay. Auf entspannt. Auf entspannten Hasen. Ja. So, mein Lieber. Jetzt habe ich zwei Monster auf dem Feld. Ja! Tja. Ich kann mir fast denken, was das bedeutet. Aber leider keine Trumpfenschuld. Lol. Ach, warum denn? Warum denn so? Hm. Es ist so schlecht, ey. Okay. Ich dachte irgendwie, da kommt mehr. Ach so, danke, sehr nett. Diskreditieren Sie hier gerade meine Züge? Ja. Finde ich nicht fair. Also, ich rufe ja. Meine Cyberharp hier. Das ist ja erstmal nicht so wild. Oder Mais Cyberharp hier. Und natürlich kann die noch was Gutes, und zwar Staubwedeln. Ja, dann muss die Harp hier dafür ausspielen, unbedingt. Das klingt sehr misogyn, so war das nicht gemeint. Ich kann wedeln. es ist der Harpienfleder, also der heißt der Harpienwedel im Anime, wie auch immer. Ja. So, dann aktiviere ich meinen Kettenboomerang. Oh, das ist gut. Ah, wow, lol. Ist einfach stärker. Ja, und die greift jetzt deinen Riesensteinsoldaten an. Und 1500 direkt Alligatorschwert bleibt liegen, ich sag's dir, wie es ist. Das liegt hier überall Staub vom Steinsaal da drin. Ich glaube, du musst auch ein bisschen wischen. Ach man, warum ziehe ich das denn jetzt? Ey, könnte heulen. Ah, ärgerlich alles. Egal. Wir machen den klassischen Yugi und erkaufen uns erstmal ein bisschen Zeit. So, und denk nämlich. Und dann setzen wir das. Und das. Und das. Nimmst du. Was habe ich da eigentlich vorhin zerstört? Ja, okay, doch, das hat sich gelohnt. Es hat sich voll gelohnt. Ja, ich kann ja nicht angreifen. Tja, schade, was? So, mein Lieber. Und jetzt gibt's ja zurück die Rache. Oh, oh, warte mal. Oh, oh, Schwierig. Ah, ist wirklich schwierig, du. Ich sag's, wie es ist, du. So, führen wir nämlich jetzt hier eine Tributbeschauung durch. Mhm. Schön diesen hübschen Drachen. Mhm. Und der stärker als der zumindest. Ein Anfang. Dann schon mal die 100 Schaden, ein Monster weniger bei dir. Und 500 Burn-Schaden. Dann bist das du. Das stimmt. Ja, das ist ein Problem. Das sehe ich auf jeden Fall. Na, dafür muss ich erstmal eine Zauberkarte aktivieren, eine Fallenkarte. Also ich aktiviere jetzt auf jeden Fall eine Zauberkarte, und zwar meinen Topf der Gier. Ja, damit ist aber meiner stärker dann auf jeden Fall. Das stimmt. Ich wünschte, er würde bleiben, ne? Oh, wäre das schön, wenn das permanent wäre. Ja, das bleibt leider nicht, aber... Digga, du hast sieben Handkarten, was war ich mit dir los? Ich muss aber sagen... Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet, aber ich sag dir ehrlich, der wirkt mir ein bisschen zu gefährlich. Weil du hast eine Zauberkarte und dann ist vorbei, deshalb... Ja, das war gut, leider. Ah! Von Marik Abi geschenkt bekommen, so. Joey's Deck wurde echt nur durch fremde Karten besser. Ist echt so! Einfach Cyber Abi, Abi und Fleder mit Schreikiki. Ich gewinne einfach nur Chinzo mit Karten von anderen. Auch, ja. So, what the... Zauberer der Zeit auch, hat er ja von Yugi. Stimmt. Also, ja, ganz, ganz wild. Was sagt das über dich aus, wenn dein Deck besser wird, indem du deine Karten, die du reingepackt hast, rausnehmen musst? Ja, sogar schwarzer Rotaugendrach ist von Rex, also. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, sehr gut. Das ist pretty good, Subset. Ja, das ist Vorbereitung, es wirkt jetzt nicht so stark, aber ist schon gut. Es ist eh Marshmallow. Gleich kann ich aber auch endlich mal wieder angreifen. Ja, Marshmallow bringt ja nicht so viel. So, endlich mal. Das Problem ist deine verdeckten Karten jetzt gerade. Es könnte alles Mögliche sein. Ist vollkommen richtig. Boah, deswegen gehen wir jetzt hier rein. Mit? Dem Schwertkämpfer? Mh, das klingt...
Schon fast so, als wäre da eine gute Karte verdeckt. Okay, weißt du was? Ich mache mir gar keine Sorgen um deine Fallenkarten. Nein. Nein. Jinzo! Du hast was vergessen. Was denn? Ja, du hast noch viel zu lernen, Joey. Man kann mit Fallenkarten nicht drauf reagieren, aber ich reagiere mit einer Falle auf die Beschwörung. Ah, Mensch, da haben wir noch was suchen. Das aber wusste ich gar nicht. So, was nehmen wir denn da? Ich kann mir vorstellen, was du dir suchst. Ja, ich habe so viele gute Karten. Aber ich glaube, ich nehme einfach weiter, was floatet. Okay, das ist krass. Das hat wirklich gut. Ja, dann machen sie mal. Ey, wir machen wirklich Anime-Duell. Die Karte liegt auch schon seit Ewigkeiten verdeckt jetzt. Ja. So, mein Lieber. Es wird Zeit. Ja. Für mein Schwertkämpfer Level 5. Puff. Nicht schlecht. Und es wird noch besser. Draw 2. Oh, ja, fair hatte ich auch. Oh. Eieieiei, das ist jetzt hart. Ja, dann wollen wir mal rein da. Ich aktiviere meinen Sündenbock. Däger. Ja, okay. Fair. Dieser Soundeffekt, das wäre so eine Wall. Ja, ich möchte weiter angreifen. Erst den weg. Ja, für den inneren Monk. Für den inneren Monk. So, setzen wir mal. Dann machen wir noch das. Und dann bist du. Okay. Dann wollen wir nochmal ziehen. 6 Handkarten, das macht mich immer voll nervös. Kann ich verstehen. Und ich sollte jetzt meine Fallenkarte nervös machen, denn ich aktiviere doppelt magische Armfessel. Bitte was? Bietet Zahns Attribut an, wieder dann tauchen wir uns in den. Ich habe noch 2 Sündenböcke, das bedeutet, ich kann die beiden opfern und deine beiden Monster übernehmen. Was? Was zur Hölle? Oh nein. Genau für diese Kombo spiele ich das. Du bist wirklich ein wahrer Joey, ey. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Danke. Und dann greife ich an mit Hexe vom Schwarzen Wald. Wie das war's? Kann ich Spiegelkraft aktivieren? Ja, genau, auf meine Monster. Ja. Ne, hier, komm, geh durch einfach. Und der Schweigsame? Ja, von mir aus. Okay. Ich krieg dich ja wieder. Dann. Du opferst dich. Nervig. Ja, ja. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du hier was wiederkriegst, also. Doch. Achso, nur ein. Okay, krieg die Hexe wieder. Hättest du die Hexe opfern können. Ja, klar. Und dich auch noch suchen lassen, ja sicher. Ja, das passiert doch eh jetzt. Das weißt du auch. Ja, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Oh doch, wir sind bei Wünsch dir was. Er ist so traurig. Ich komme über das Ding nicht drüber. Er ist traurig. Es ist sehr traurig. Ja. Ja, es ist traurig. Ich muss es so machen. Spalt, okay. Ja. Aber das rette ich, such mir nichts. Hm. Tributbeschwörung. Na. Fürs dunkle Magiermädchen. Battleface, Frauenpower. Bumm. Bumm. Du bist dran. Okay. Ey, du hast 6 Handkarten gegen 4 Karten. Also, I mean, da kann auch echt was kommen bei dir. Ja, ich sag dir ehrlich, meine Hand ist nicht so rosig, wie du denkst, aber ich habe einen Ass im Ärmel. Oh nein. Den Zauberer der Zeit. Ich kann da nicht mal gegen was machen. Nein.
Komm schon, bitte. Bitte. Das ist jetzt wirklich alles oder nichts, ne? Also das ist jetzt, das entscheidet jetzt das Duell. Okay, okay. I see. Kopf. Ja. Oh. Hey, im Anime klappt's auch nicht immer. Ja. Im Anime klappt es auch nicht immer. Und jetzt kann meine Frauenpower hier zeigen, was abgeht. Mann. Du wolltest hier mit den Zeitdauer hier glänzen. Mann. Angriff. Ja, wie immer, nach dem Duell muss natürlich entschieden werden, welcher Charakter das ist. Und ja, es sind nicht viele mehr, aber es wird gedreht. Let's go. Und wir haben hier... Oh, das wird ein bisschen stürmisch. Mai Valentine. Die gute Mai ist es wieder geworden. Und wir hatten ja Mai bereits einmal. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Denn dieser Charakter ist sehr überraschend, weil da sehr viele Monster mit Angriffspunkten drin sind. Dann noch mit Summon Fire Gun Removal. Das heißt, Angriff, Angriff, Angriff ist die Devise. Und damit können nicht so viele Charaktere mitteilen. Nur von daher, sag ich mal, ist das schon eine gute Wahl, dass man Mai eben hier getroffen hat. Und ich bin gespannt, wie das Duell werden wird. Ich jetzt aber sage nur, was auch spannend ist, wer das ganze Match heute gewonnen hat. Denn wie gesagt, das Ganze ist Best of 3. Bedeutet, schaut auch bei CK Phoenix vorbei, am Ende auch verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.